Hallo. Sie schon wieder? Was wünschen Sie nun? Mein Name ist Gabriel Knight. Ich bin ein begeisterter Jäger. Ich habe Ihren Namen von einem Freund. Wirklich? Erzählen Sie mir mehr. Hübsches Grünzeug. 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 Was ist eigentlich der schwarze Wolf? Nein. Was ist eigentlich der schwarze Wolf? Nein. Wer Sie sind? Hübsches Grünzeug. Ja. Ja, mit so einem kleinen Heft im Heft. Das war jetzt 20 Jahre lang da drin, das hat keiner abgerissen. 58 Gewinne in Millionenhöhe. Boah, was ist das? Schicke ich direkt ein. Aber Millionen D-Mark, oder? Ja, kann wirklich. Kann ich damit noch was anfangen? Mann, die Ziehung ist leider erst am 16.02.96. Die war wahrscheinlich. Oh nein, 2096. Sag mal, ist es okay, wenn ich dann den Zettel in die Post schmeiße, aber vor der Tiere? Also, dann, dass ich trotzdem finde, noch bekomme. Sollte gehen, ja. Eine D-Mark, die sie zum Millionär machen kann. Wenn ich nur eine D-Mark hätte. Ja, super. Schönen guten Tag und herzlich willkommen mit ausgewiesener Lektüre aus dem Jahr 1995. Wow. Die wir geschickt bekommen haben. Es ist tatsächlich Der Spiegel. Ja, Der Spiegel. Der Spiegel, den wir... Hier, ich gebe es ja mal da rüber. Da muss ich echt mal auch mal reingucken. Mal wir haben ihn so oft drüber geredet. Jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, ach, hier noch die Steuerhinterziehung von Graf. Oh, von der Steffi Vater, Graf. Der Vater der Graf. Vater. Ja, was war denn vor 20 Jahren so aktuell? Feindbild Lindenstraße. Zorro. Was soll das? Wo wollen Sie mit dem Hasen hin? Das ist mein Balthasar und der wird nicht gefressen. Jetzt reicht's mir aber. Den Braten hole ich mir zurück. Vor 20 Jahren, ja. Was steht denn da? Wird's denn mal Zeit, das Ding abzusetzen? Soll ich das wirklich vorlesen? Ich weiß nicht, ob das mit dem heutigen Kontext so gut ist. Okay. Türkische Zeitungen in der Bundesrepublik greifen seit Monaten deutsche Politiker und die TV-Serie Lindenstraße an. Nach einem Bericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz in Köln schüren die Massenblätter antideutsche Ressentiments. Das ist alles ein bisschen strange, gell, heutzutage. Es ist nicht unaktuell. Wobei ich sagen muss, die Lindenstraße hat ja primär dafür gesorgt, wie Griechen hierzulande angesehen werden. Weil für alle sind wir ja Salikakis. Salikakis! Ey, für meine gute Freunde eine Uso. Wo kommt das alles her? Werbung. Ja, ganz genau. Die aber Forscherstreit um die Akropolis. Oh, als wir sie noch besessen haben. Ja, als sie noch nicht so ein Fender, so ein, ja, genau. So ein Kuckuck, gell? Moment, ehedem galt der Parthenon als Zeugnis der griechischen Demokratie. Jetzt ziehen Forscher diese Deutung in Zweifel. War in dem Tempel auf der Akropolis der Staatsschatz in Form der riesigen Athena-Statue gehortet? Oder war es der Bau einem archaischen Kindsopferkult geweiht? Das sind alles so Themen, da hat man sich wirklich noch vor der Jahrtausendwende mit beschäftigt. Ne? Das waren noch Themen. Wo man sagte, ich habe noch ein paar Seiten zu füllen im Spiegel. Ja, lass uns das mal machen. Krass, sehr interessant. Damit. Vielen Dank für denjenigen. Es war sicher auch nicht total günstig. Nee, es war kein Schnäppchen wahrscheinlich. Also dass man vor allem noch in so gut erhalten, damit allen Werbeblättern noch drin. Wahnsinn. Werbung für digitale Medien. Oh. Das wird nichts. Im Jahr 95. Super. On your mark, get set. We're riding on the internet. Cyberspace set free. Hello, virtual reality. Interactive appetite. Searching for a website. A window to the world. Got to get online. Take a spin. Now you're in with the techno set. You're going surfing on the internet. Bisschen Schläuble. Schläuble, ja. Es ist toll irgendwie. Kräutertropfen. Wie eine Zeitreise. Also wirklich. Plötzlich Probleme, die längst gelöst sind oder immer noch nicht gelöst sind. Ja. Naja.
Rabbis, Ayatollahs, Kulturschock. Oh, hier, etwas explodiert in dir. Über die Tour de France. Das ist wirklich sehr lustig. Ja, im Nachhinein, ne? Wahrscheinlich über dieser junge, aufstrebende Lance Armstrong, der alles aus eigener Kraft geschafft hat. Aus eigener Kraft, der Einzige, der nicht dopt. Erik Zabel, du bleibst still wie ein Bock stehen, sagt er. Ich wette, dass jeder einzelne Fahrer, der hier drin ist, schon alles überführt wurde. Ja, das ist alles vollkommen Comedy bestimmt. Ja, Bjarne Ries sagt, wir müssen auf jeden Fall sehr gut fahren. Wir müssen was dagegen machen. Und Jan Ulrich, auf jeden Fall der Ehrlichste von allen. Ja, deswegen hat ihn auch die Telekom. So ist es. Da hat sich schön Magenta gespritzt. Da kommt zusammen, was zusammengehört. Ja, vielen Dank für das Spiegel, damit wir auch in Ruhe weitermachen können. Ich habe hier auch noch etliches anderes Zeug bekommen. Wir haben bevor so viel bekommen. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr euch dann so ausgebreitet habt. Wir wollen natürlich jetzt hier für jede Folge ein bisschen was überhaben. Hier wollte ich noch mal... Ich weiß nicht, was du meinst. Ich weiß auch nicht, was du meinst. Hey, die haben gar kein Bier mitgeschickt. Oh nein. Betrug. Seht ihr den Krug? Den Betrug-Krug? Finde ich ganz toll. Der Betrug. Das ist echt schön. Den werde ich wirklich behalten. Da werde ich meinen Kaffee immer reinmachen. Ja. Das ist so eine schöne, um morgens direkt fit zu sein. Wenn ihr nochmal sowas schickt, packt das Bier ruhig rein und ihr müsst nur auf den Karton draufschreiben, bitte nicht kippen. Dann genau, macht oben so ein bisschen Zellophan drüber. Ja, und dann reicht mit so einem Gummi. Das reicht schon mehr. Das reicht schon. Das hält sich. Das hier war zum Beispiel mit dabei. Oder dieser wunderschöne Brief. Weihnachtspost aus Bayern. Servus Simon, servus Gregor. Viele Grüße aus Bayern. Besser gesagt aus einem kleinen Dorf nordwestlich von München. Wir, mein Bruder, meine Mama und ich, schauen gemeinsam Spiele mit Bart. Ah, das so gut ist. Da schämen wir uns ein bisschen, ne? Und da ihr uns so gut unterhaltet, gibt es diesmal zu Weihnachten eine kleine Aufmerksamkeit für euch. Gekauft in der Dienerstraße am Marienplatz. Oh, das ist ja toll. Dallmayr-Pralinen-Mischung ist dabei. Was vor allem auch sehr gut passt, weil, wo wir gleich hingehen werden, wir haben da ja... passen zwei Bier rein. Falls du dich... Oh, geil. Ja, so faszinierend. Nein, das zweite ist für dich. Eine bayerische Bohne. Wenn du dich erinnern kannst, ja, können wir auch gleich nochmal zeigen. Wir haben mit dem Kollegen Dallmayr gesprochen in der letzten Folge. Der hat mit Gracie am Telefon abgemacht, dass er hier Infos über König Ludwig gibt. Da kommt das her. Da kommt das her. Ich hoffe, es schmeckt an Gurden. Schöne Weihnachten und guten Rutsch. Wünscht euch Theresa. PS, liebe Grüße an Gunrar. Einmal ganz kurz, ich muss einfach. Oh. Wieder wach? Ja. Also Gunrar. Steht da wie Windrar? Steht da Gunrar? Nee, Gunnar. Steht Gunnar. Die ist hot auf Gunnar. Ja, und da zeigen wir, hier ist nochmal die Bohne. Vielen Dank, das ist dabei. Alles unter anderem. Ich muss das leider irgendwie so fake auspacken, das hat sich verknotet. Wie auch immer. Wie auch immer es passieren kann. Oh, das ist ja toll. Was ist da wohl drin? Also außer, was für eine Art von Schokolade? Ja, gucken wir mal. Also Dallmayr. Oh, die guten Pralines. Oh. Ich bin ja leider kein Pralinen-Fan, aber wir werden mal eine probieren. Welche willst du haben? Die mit Schicht-Nougat, Pistazien, Marzipan, Rum, Butter, Marzipan, Karamell-Trüffel mit Salz. Mit Salz? Blätter, okay, wo ist das? Aber ich habe gehört, dass eine Prise Salz macht Süßes süßer. Ich müsste mal probieren. Ja, ich glaube hier mit der Prise Salz. Ich probiere es mal. Ist tatsächlich so, in vielen guten Rezepten, die süß sind, ist Salz. Muss man auch erstmal raffen. Oh, ich würde gerne den Marzipan nehmen. Ja, nimm es bitte. Okay. Reiner alles Marzipan klar. Mit, was ist das? Vollmilch. Okay, dann 3, 2, 1. Wie Sie sehen, habe ich ein Zitronenbällchen erschaffen, das so sauer ist, dass man es nur in einem Magnetfeld absolut sicher aufbewahren kann. Dieses Bonbonbällchen, auch genannt 77X42. Wo ist das Bonbonbällchen hin? Keine Ahnung. Man muss natürlich auf Pralinen stehen, aber die sind sehr gut. Ey, das Salz hat echt was. Mmh. Wir müssen nachher nach und nach in Ruhe reinpfeifen und das ist auch sehr gut. In den nächsten Folgen bei der Zuschauer. Aber lass uns einmal dem Spiel an sich widmen und. Ach, stimmt ja! Wir reden ja nicht nur über Bayern. Wir hätten noch weitermachen können und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hätten noch einfach eine Stunde lang Geschenke vorstellen können. Wir sind, denke ich mal, relativ weit schon in Kapitel Nummer 4. Haben beim letzten Mal zum Glück überspringen können, dass wir diese verdammten Museumstouren uns nicht mehr angucken. Das ist das hast Ludwig. Du gut gemacht. Das ist sein Bett. Ja, vielen Dank. War es Axel oder Alex? Tut mir leid, ich habe den Namen leider vergessen. Ich check das nochmal in den Mails, aber der hatte mir ja den Hinweis gegeben und die Safe Games geschickt, was ganz praktisch war. Und irgendjemand hat auch geschrieben, das fand ich auch sehr interessant, dass es da noch eine von diesen lustigen Deutsch-Englisch-Denglisch-Szenen gab, die wir übersprungen haben, weil wir uns durchgeklickt haben. Wir checken das. Vielleicht finden wir die und bauen die jetzt ein. Ist das Ludwig-Museum? Ja, ja. Ludwig der Zweite von Bayern. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht aber auch nicht.
Das ist das Gute an dieser Sendung. Ja, das ist das Gute. Ey, das ist das Schöne, wenn du dann am Schnitt sitzt, musst eh zwar einen Arsch voll Arbeit machen, aber kannst du sagen, nee, jetzt habe ich mal keinen Bock. Ja, nee, jetzt mach ich mal nicht. Nee, wo ist die Minimation Family Guy? Ja. So, einmal um kurz wieder. Also, wir hatten mit den Genau, was Oschis, war der Stand? Wo waren wir? Wir hatten mit den Oschis gesprochen. Im Lokal. Im Lokal. Und die haben uns die Karten gelegt. Und gesagt, hier, das ist die Karte von Gabriel und genau. Da ist alles gut. Und dann haben wir gewechselt zu ihr wieder. Nee, wir haben bei ihr, mit ihr haben wir da geredet die ganze Zeit. Also ach, das war mit ihr. Unterwegs. Stimmt, ihr wurden die Karten gelegt, aber es ging auch um Gabriel. Gabriel ist ja der Schattenjäger und selbst wenn sie geträumt hat und die Frau mit dem Beehive auf dem Kopf hat ja alles gedeutet, Gabriel spielt da ja ganz groß mit rein. Die Bienenkönigin meinst du? Die Bienenkönigin, ja genau. Die hat ihren eigenen Stock immer dabei. So. Wie weißt du noch, wo Oprah diese Sendung gemacht hat, guckt unter euren Stühlen, everybody gets a car. You get a car, you get a car, ja genau. Da gab's, ich glaube es war bei Conan O'Brien, hat er eine Szene draus gemacht, I got for everyone bees. Da kommen einfach überall Bienen und stechen alle und alle. Oh, you get a bee, everybody get a bee. Ja. Und so einfach, wie sie die Arme ausbreitet, so ein Schwarm Bienen. Das gefällt mir sehr gut. Es ist ein neuer Ort dazu kommen, der Starnberger See. Okay, Starnberger See. Gehen wir mal hin. Starnberger See rüber. Nicht schlecht. Man erfährt richtig was über die Umgebung. Man fährt und erfährt. Man fährt. Man erfährt sich Distanz. Ist das gelb eigentlich die Grenze? Ist das die Grenze warte mal, von ich Bayern? Mal kurz raus. Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht wieder unterbrechen. Geht's mal wieder kurz auf die Autobahn. Aber ist das die Grenze, das Gelbe? Ich kenne mich leider mit Kartenzeichen nicht so aus. Könnte durchaus sein, durchaus ja. Die Grenze von Bayern dann wir sein. Wir müssen noch mal in den Spiegel gucken. Wahrscheinlich ist die dann noch mal ausgeschrieben. Ach, andermal. Aber ja, die Orte, die wir hatten, waren hier das... Nee. Museum hier Herrenchiemsee, das war das Wagner-Museum, Rittersberg, wo wir herkommen und Neuschwanstein. Jetzt neu dazugekommen ist Seeshaupt. Und in München selbst ist ja Gabriel unterwegs gerade. Ja. Sie darf immer nur außenrum. Sie darf nicht in die Stadt. Frauen dürfen nicht in die Stadt. Das war damals noch so. Das du musst, war so. Du musstest dir eine Genehmigung holen, um in die Stadt reinzukommen. Ja, bald ist wieder soweit. Nicht so viel los am See, oder? Lauf. So ein schöner See. Also, jetzt, man sieht keinen See, aber die Umgebung ist schön. Ist ein bisschen wie gerade auch hier draußen. Guck mal, ne? Die haben den Filter benutzt, für alles ist vollgeschneit. Ich wollte sagen, das ist der Frostfilter. Ja. Eine Gedächtniskapelle. Ja, ist auch ganz wert. Weihnachten, schön warm, 15 Grad. Kommst wieder zur Arbeit, minus 6, minus 7. Ich kann mir nur angucken, die Kapelle. Okay, sonst ist da nichts. Aber da ist eine Bank. Ist das ein U-Boot da hinten? Er ist gesunken, deswegen haben sie da das Kreuz direkt aufgebaut. Ja, haben sie gesagt. Seegrab, ja. Seegrab. Dort war es, wo er starb. Sie müssen Grace sein. Dahlmeier, angenehm. Hallo. Josef. Da ist er wieder. Wollte sie nicht erschrecken. Ich habe immer noch ich Angst. Dass sie das sehen. Wollen Sie eine Praline? Ich habe in meinem Haar welche versteckt. Ich spüre ihn hier am stärksten. Mehr als in den Schlössern. Also, was möchten Sie wissen? Wie kriegt man so schöne Dauerwelle? Die kann man nicht machen. Die muss man von Gott geschenkt bekommen. Das muss also wachsen. Oh, und der kann uns... Das ist ein schönes Bild. Das ist wirklich ein sehr schönes Bild. Mitternächtliche Schlittenfahrten. Ludwig verstehe ich. Der schwarze Wolf oder Jagdunfall auch. Das hat irgendeinen Kontext sicher, aber... Es muss wahrscheinlich viel damit zusammenhängen, das ist ja einer der Experten für Ludwig, der extra gesagt hat... Kommen Sie rüber. Mhm. Ich kenne Sie nicht, aber lassen Sie uns mal treffen am See, ganz romantisch. Ja, da wo niemand ist, treffen Sie wir uns am See. Ihre Stimme hört sich weiblich an, das reicht mir. Das reicht mir. Ja, muss ich nicht wissen. Bin ich sehr wählerisch. Und es kann gut sein, dass es irgendwas mit diesen ganzen Details, die man über Ludwig erfahren hat. Ich denke auch. Kannst du vielleicht ganz kurz mal eine Minimatz einbauen zum Thema Schlittenfahren? All right, so I've got my trusty stopwatch and here they come down the hill. It looks like Ruben is in the lead and here comes Al. And this Das war König Ludwig beim Schlittenfahren, das war eine König der Ludwig. Selten raren Aufnahmen. Oder je nachdem, wie diese Minimats ausgegangen sind, das war König Ludwig. Im Zweifel war es. Ich muss jetzt nach den Schlittenfahrten fragen.
Haben Sie etwas über Ludwigs mitternächtliche Schlittenfahrten gelesen? Ah, wäre das nicht schön gewesen, draußen in der Nacht und ihn plötzlich mit seiner Gefolgschaft vorbeirauschen zu sehen? Es heißt, die Nacht hätte Ludwig angeregt, inspiriert und es hätte ihn beruhigt, draußen zu sein und das Rauschen des Schlittens zu spüren. Manchmal reichte selbst der Schlitten nicht aus. Er ließ in entlegenen Wäldern halten und wies die Diener an, sich nicht vom Fleck zu rühren und wanderte stundenlang alleine. Er machte seine Diener wahnsinnig. Das klingt interessant. Wie ein cooler Typ. Das kannst du ja auch wirklich nur erlauben, wenn du einfach mal der König bist. So, ihr bleibt jetzt alle in dieser Scheißeskälte hier stehen, bewegt euch nicht. Und ich gehe mal ein bisschen hier durch diesen Wald. Ja, und wenn mir was passiert, kriegt ihr alle Ärger. Ha! So ist es doch. Du sitzt da und denkst, oh Gott, ich werde geköpft, wenn der nicht wieder nach Hause kommt. Ja, ich wäre einfach direkt heimgegangen. Wenn er nicht gekommen wäre, nach dem Tag, direkt abgehauen. Er hat mal gesagt, wie? Nein, ich hatte gerade Urlaub. Ist was mit dem passiert? Oh, ich weiß noch nicht. Ich war die ganze Zeit hier vor dem Kamin. Ja, sag mal, ist das dein Schlitten? Nein. Der ist von König Ludwig. Nicht Ludwig. Professor Barkley sagt, ihr Hobby sei Ludwig. Ja? Ich hab ja sonst nichts. Er war der letzte wirkliche König, den es in Bayern gab. Das reicht, um mich als Autor und geschichtsnah völlig zu fesseln. Da steckt doch mehr dahinter. Er war Romantiker, wissen Sie? Ein Träumer. Und er blieb unverstanden, verleumdet. Da können Sie wohl mitfühlen. Ich? Ich hab's einfach. Zumindest lebe ich im 20. Jahrhundert und nicht alle Augen des Landes sind auf mich gerichtet. Aber ja, nicht ich alle. Kann mitfühlen. Aber schon viele. Er ist ein moderner Mann des 20. Jahrhunderts. Come on in. Hi, guys. Dad's just leaving and Mom said we can have the computer all to ourselves. Hey, Andrew, what's up? Ich muss ja auch sagen, wie kriegst du so diese krause Lok nach hinten? Da muss festiger sein und nach hinten, dass es nach hinten aber so ausfranst. Oder so. Ja, aber frag mal hier David Hasselhoff, der hat das auch. Das ist die Hasselhoff, der hat den, ne? Der hat den Hasselhoff auch gerockt, die Frisur. Ey, was wäre, wenn die Haare von Hasselhoff, das ist so, dass du abnehmen kannst und das wird dann von Generation zu Generation weitergegeben. Ja? Und dann hat Hasselhoff die irgendwann mal aufgesetzt und auf einmal One morning in June some 20 years ago. Diese Haare sind in meiner Familie seit Hunderten von Jahren und jetzt gehören sie dir. So stell dir so einen alternden David Hasselhoff vor, der so auf dem Sterbebett liegt, aber die Haare sehen noch genauso frisch aus. Nimmt sie ab und nimmt sie ab, reicht sie dem Sohn und dann die Lebenskraft schwindet, so wie bei Indiana Jones, wird auf einmal ganz schnell alt. Und verwest und ist weg. Ja, ja. Und ich würde dann dastehen mit den Haaren, würde sie Haare angucken und nee. Nee. Und irgendwo dann, die Haare kommen dann trotzdem raus und liegen mit dem Burger auf dem Boden dann vor deiner Haustür. Im Grunde brauchen die Haare nur ein anständiges Mikro. Das hat sich alle fertig. Fertig ist der Hesse noch. Gut, ja, sag mal was Tagebuch. Zu Ludwigs Tagebuch. Wissen Sie von Ludwigs Tagebuch? Natürlich. Ich hab's geschrieben. Wie kann ich daran kommen? Tut mir leid. Das habe ich selbst schon 5 Jahre lang versucht. Sie halten es in den königlichen Archiven verschlossen und geben es nicht raus. Sie glauben wohl, dass es etwas birgt, das am Image kratzen könnte. Sie erlauben keinem Zugang? Niemals? Außer der Regierung hat es nur eine einzige Person je zu Gesicht bekommen. Ein Biograf, Sir Richmond Chaphill. Er hatte Freund unter dem Adel und sie verschafften ihm den Zugang. Haben Sie versucht, mit Chaphill zu reden, ihn auszufragen? Nein. Also daran habe ich eigentlich nie gedacht. Wenn Sie es probieren und etwas herausfinden, sagen Sie es mir. Abgemacht. Er kam nie auf die Idee, nachzufragen? Ich hätte nicht gedacht, ich habe ja auch keine Vagina. Sie haben bessere Argumente. Ja. Also bei ihm hat er ja auch keine Frau, auch wenn ich das Haar habe. Stell dir vor, sie ruft dann an und er sagt, ja, ich bin Mr. Chaphill, treffen wir uns doch am Starnberger See. Die sehen sich gut an. Aber du musst irgendwo anders erst hinreisen, um anzurufen, natürlich. Genau, ey, dieses U-Boot. Ich habe über die Weihnachtstage. Es ist kein U-Boot, Gregor. Es ist ein Kreuz. Ich muss dran denken, ich habe über die Weihnachtstage Jagd nach Roter Oktober gesehen. Der Jagd auf Roter Oktober. Das ist so ein typisches U-Boot-Periskop, meinst du? Das ist so ein bisschen, christliches Periskop. Das ist eigentlich, du siehst, das bewegt sich leicht nach links und rechts. Ja, und Sean Connery mit einem schlechten russischen Akzent guckt da durch. Mark this bearing. Ist das das Ludwig-Museum? Das Lustige ist auch, super Periskop, die Russen haben das erfunden. Da kannst du in 3 Richtungen gleichzeitig gucken. Also okay. Nach oben, siehst du ja, nach oben kannst du gucken, nach rechts und nach links. Es sind die Hohlspiegel, wie in den Ips um die Ecke Teleskopen, kennst du ja noch, ne? Natürlich. Oder dann um die Ecke, endlich kannst du mal um die Ecke gucken. Ah. Erzählen Sie mir von Ludwig. Ich weiß nicht, wo ich beginnen soll. Da gibt's so vieles. Nur die guten Sachen.
Seine politisch bedeutsamste Tat war, als Ludwig II. Den unabhängigen bayerischen Staat 1870 an Preußen auslieferte. Bayern wurde Teil des vereinten Deutschlands und Ludwig Marionettenprinz unter dem preußischen Kaiser. Wieso hat er das getan? Bayern war in einen 100-jährigen Krieg verwickelt und das Volk hatte wirklich genug. Wie lange dauerte der denn? Es sprach einiges für Preußens Drängen, die deutschen Staaten zu vereinen. Doch Ludwig muss noch andere Alternativen gehabt haben. Zumindest hätte er bessere Konditionen aushandeln sollen. Was war dann der wirkliche Grund? Er wurde manipuliert von Bismarck. Jedenfalls ist das mein Eindruck. Dieser Bismarck. Dieser Bismarck! Ganz kurz, ist das das Kreuz wegen Ludwig, weil er da ins Wasser gegangen ist? Ich denke mal, ja. Das ist der Ort tatsächlich auch. Das ist der Ort, an dem er sich ertränkt im Original. Hat. Ja. Wie ertränkt man sich? Also jetzt mal, ich frage das wirklich jetzt gar nicht, das soll jetzt nicht auf den Witz hinaus, aber wie ertränkt man sich, wenn man nicht von irgendwo oben springt, bewusstlos ist durch den Aufprall und dann ertrinkt? Aber ich weiß kann nicht. Sich der also, Körper überhaupt zwingen? Ich hätte auch gedacht, dass es da nochmal so natürlich einen Würgereflex gibt, den du nicht abschalten kannst, sobald du drin bist im Wasser. Ich denke auch, ich meine, klar, man kann sich vorher mit irgendwas behängen, was einen runterzieht, dann ist es zu spät. Aber ich glaube schon, dass der Körper extrem panikt in dem Moment. Also fast schon Respekt, wenn er es geschafft hat, einfach wie so traditionell ganz langsam in dieses... Ganz langsam rein. Bis nur noch die Haare und die Krone und dann... Und dann ja, so die Hälfte atmest schon mal ein bisschen ein, den linken Lungenflügel füllen. Ja, es ist... Also, darüber macht man keine Witze, aber es ist faszinierend, finde ich. Übrigens haben wir 333 Punkte. Bierzahl. Das ist eine bekannte Bierzahl. Eine bekannte Bierzahl, ja. Falls ihr daheim Bier habt, offen, falls ihr es offen habt, trinkt jetzt. Falls nicht, öffnet's. Das ist schön. Jetzt gerade mit mir trinken vielleicht hunderte Leute. Alle unsere Zuschauer. Ey, das ist so super, wenn du sagst, ich trinke nur noch in Gesellschaft, aber kannst ja Leute sagen, irgendjemand guckt uns zu, während wir trinken. Deswegen trinke ich immer beim Stream, ja. Immer beim Stream. Was ist mit Ludwigs Privatsphäre? Sie werden zwei Meinungen über Ludwig finden. Den Eindruck der Touristen, das romantische Klischee, Ludwig der gequälte Einzelgänger. Und dann natürlich die Meinung der Historiker. Ludwig wurde wegen seiner sexuellen Neigungen von Schuld geplagt und ist vor Selbstverachtung wahnsinnig geworden. Ich glaube, dass Sie weder die eine noch die andere Sicht teilen. Nun, alles etwas simpel, nicht? Es steht außer Frage, dass er ein gläubiger Katholik war. Und ich bin sicher, dass er enormem Druck ausgesetzt war, normal zu sein. Aber er war nicht prüde. Ja, Druck. Er liebte Byron. Ja, Philosophie, den französischen Hof. Er war einfach nur zu egoman. Es war ihm völlig egal, was die anderen dachten. Und außerdem versuchte er gar nicht, seine Beziehung zu verheimlichen. Sollte er unter etwas in seinem romantischen Leben gelitten haben, dann unter Enttäuschung. Niemand erwiderte seine reine Liebe. Oh nein. Das ist ja richtig. Das ist ja wirklich romantisch. Ja. Wenn ihn jedoch keine sexuellen Schuldgefühle plagten, was war es dann? Weiß nicht. Seine Tagebücher sind voll von Schuldgefühlen, aber sicher nicht deswegen. Wenn ich die Antwort wüsste, deshalb kleben die Seiten immer noch, wegen der Schuldgefühle. Oh mein Gott. War das überhaupt sein Tagebuch oder war das ein Bilderbuch? Ja, da waren ganz kokette Vibesbilder drin gezeichnet. Da hast du ab und zu mal sogar einen Knöchel gesehen. Gezeichnet, ja. Ja, gezeichneter Knöchel war mit dabei. War aber jetzt Bismarck, du Verräter, du Schwein. Ja, Bismarck! Erzählen Sie mir von Bismarck. Sau! Bismarck. Er war der Kanzler des preußischen Kaisers. Ich hasse ihn. Kein sympathischer Mensch. Bismarck stand im Ruf, die Schwächen anderer Leute zu finden und sie zu manipulieren. Es ist erwiesen, dass er Spione unter Ludwigs Untergebenen hatte. Vielleicht sogar unter den Gefolgsleuten Ludwigs II. Und er war an der Verschwörung beteiligt, den König für verrückt erklären zu lassen. Dieser Bismarck. Aber war der König nicht auch ein bisschen verrückt? Ja klar, es wäre ja nicht der König gewesen. Ja, aber eigentlich, genau, ein König darf verrückt sein. Das ist so Teil der Berufsbeschreibung. Eben. Du darfst. Ich habe lieber einen Verrückten als einen so monströs mordenden Vampirkönig oder so. Eben. Also wenn, dann lieber einen, der einfach Schlösser baut. Und lass ihn doch. Aber die Grenze ist relativ schmal. Du musst ja achten, dass der kein Joffrey aus dir wird eben, ne? Ich glaube, das ist in dem Alter so zu sein, dann hätte man dich schon früher verprügelt. Du würdest es wissen, wenn du so jemand wärst, also als Mensch. Weil dann hast du mit 6 schon auf die Fresse bekommen, glaube ich. Jeffrey hat einfach nur Glück gehabt, dass er König war. Ja, ja, genau. Sonst hätte der sein Abitur nicht es mehr erlebt. Es müssten mehr Kleinwüchse gekommen und ins Gesicht klatschen die ganze Zeit. It means nothing to me. Oh, I can't stand the wailing of women. Ah, Jeffrey. Der schwarze Wolf.
Nein! Haben Sie was über den schwarzen Wolf herausgefunden? Ja, habe ich. Ich habe schon früher davon gelesen, aber es war mir nicht bewusst, dass er es war. Sein Name war Paul Godin. Ich fand eine Anmerkung, dass er der schwarze Wolf genannt wurde. Godin? Ich habe noch nie von ihm gehört. Wer war er? Godin lebte am Rande des preußischen Hofes. Er war gut aussehend, charmant, gefährlich, so heißt es. Das hat er gedacht. Ja. Es gab Gerüchte, er sei ein ausländischer Prinz, so wie ich. Ein preußischer Spion oder sogar ein Attentäter. So wie ich. Ich habe einige Dinge herausgefunden. Es heißt, er sei Mitte des 19. Jahrhunderts aus dem Ausland gekommen, behauptete aber von deutschem Adel zu sein. Und wissen Sie, wo er herkam? Nein. Dr. Edgar. Und er war rücksichtslos ehrgeizig. Wahrscheinlich fand er heraus, wer die Macht in Händen hielt, Bismarck, und bot seine Dienste an. Bismarck wusste Talent zu erkennen, jedenfalls von dieser Sorte. Aha. Aha, aber Gabriel Knight ist doch eigentlich auch jemand, der hingeht und sagt, oh, ich bin deutscher Adel von Rittersberg. Also ich sage nur, so ein bisschen ist doch nicht schlimm, wenn du eben deinen Stammbaum wieder entdeckst, ne? Eigentlich nicht. Du kannst ja sagen, hey, durchaus. Ich war jetzt lange Zeit russischer Attentäter. Durchaus, für wahr. Irgendwo hat meine Großmutter auch mal in irgendeiner Orgie unten gelegen beim König. Du sprichst nicht über meine Großmutter. Nein, ah, okay. Nein. Die sprichwörtliche Großmutter. Die russische Attentats-Paul von Paul Godin. Orgien-Großmutter. Russische Attentats-Orgien-Großmutter. Hallo, Frau, will jemand noch ein bisschen, soll ich euch noch mal einen Tico? Oh nein, wo bin ich denn hier reingeraten? Das denkt ihr euch jetzt auch. Aber so ist das hier immer. So ist es. Ist doch euer Problem, wenn ihr einschaltet. Eben. Wir waren schon immer so, ihr hättet wissen können, auf was ihr euch einlasst. Spiele mit Bart. Wir haben übrigens keinen Bartkram mehr gemacht. Haben wir keinen? Nein, wir haben weder ein Bart, ja, wir haben ein bisschen, aber wir rasieren nicht mehr, wir haben auch keine Fake-Bart. Du hast doch so einen schönen Schnäuzer. Ja, aber ich hätte es nicht ausgehalten über Weihnachten, ja, mit dem Schnäuzer. Übrigens, können wir noch mal ein bisschen close auf diesen wunderbaren Schnurrbart gehen? Man könnte meinen, dass ich den Stil quasi geprägt habe. Ja, gerne. Guck mal, hier mal ein bisschen. Schaut es euch einmal an. Wisst ihr, was ich entdeckt habe? Im Fernsehen, da gibt es jetzt so eine neue Serie namens Magnum. Da ist so ein Typ namens Tom Selleck. Ja, und ich habe gedacht, hey, Tom Selleck, du kannst auch gern mal was Eigenes machen, aber nein! Mein Schnurri, den sehe ich da. Die Rotzbremse, die Schenkelbürste. Als ob ich kein Copyright drauf hätte. Also, pass auf, Tom Selleck, nächstes Mal wische ich dich. Ich war so froh nach dem Feature Club-Dreh, das Ding einfach. Ich würde ja durchaus, wenn ich irgendwas hätte, was ich wachsen lassen könnte, würde ich es auch mal machen, aber ich habe keinen richtigen Bart. Ich bringe demnächst wieder nochmal den Rasierer mit, da darfst du wieder hier irgendwie so Eiskulpturen da reinschnitzen. Ja, ich glaube, ich bin besser geworden. Du bist ein bisschen besser geworden. So einen filigranen, so einen kleinen, weißt, wo man auch wirklich Muster, den sie bei den Friseuren haben. Okay, ich muss nochmal checken, was für Größen da sind. Vielleicht kannst du mir ja was reinzeichnen. Aber irgendwas, womit ich nicht verhaftet werde, wenn ich auf der Straße bin. Nein, die mache ich dir hinten drauf. Und, was steht da drauf? Da steht drauf, Gregor ist cool. Da steht, ja. Nein, das ist ein Sonnenrad, Gregor. Ey, wenn mein Hinterkopf dann nicht irgendwie Ra beschwört und den Teufel auf die Erde bringt. Naja, aber warum sollten wir es dann machen, wenn nicht dafür? Okay. Das ist unser Endziel. Du weißt, genau darum geht es eigentlich bei Spiel mit Bart. Darum geht es bei RBTV. Teufelsbeschwörung. Wir bereiten eigentlich nur die vier Reiter der Apokalypse vor. Zwei haben wir schon. Wir sagen aber nicht welche. Was wissen Sie noch über Godin? Er muss was Besonderes vollbracht haben. Bismarck war kein großzügiger Mensch. Er köderte Leute mit Versprechungen, die er nur selten einlöste. Anders war es bei Godin. Er gab ihm 1870 einen Titel und Ländereien. Und das war die letzte Notiz, die ich gefunden habe. Aber wie konnte er einfach verschwinden? Das ist nicht so ungewöhnlich. Wenn man damals einen Titel erhielt, pflegte man den Namen zu ändern und an einen Ort zu ziehen, wo niemand einen kannte. Mhm. Man konnte straffrei handeln oder ein großer Schuft sein und trotzdem damit durchkommen. Du Schuft. Ich mag Schufte. Ja, der lacht so ein bisschen. Macht sie ein bisschen an. Sie wird gerne einen Schuft haben. Wow. Also so wie sich's anhört, der schwarze Wolf, nachdem er sein ganzes Werk getan hat, zu Ludwigs Zeiten, ist er verschwunden und vielleicht lebt er heute noch unter uns. Er ist ja wohl relativ unsterblich, wenn ich das so
Oder wie ist es denn mit dem schwarzen Wolf? Gut, wir wissen es noch nicht so genau. Aber wenn der jetzt jemanden beißt, aber nicht reißt, sondern ihn nur anbeißt, wird der dann auch zum Wolf? Ist das diese Mythologie oder ja, wissen wir das noch gar nicht? Wenn ich mich recht entsinne, wir haben ja diese ganzen Dokumente gesehen, dass ja so sich Sklavenwölfe oder so Unterwölfe daraus baut. Wollte ich gerade sagen, Unterwölfe. Ja, so, nee, ich habe dich nicht komplett gebissen. Du bist nur für den Kaffee da. Genau. Darf ich raus? Nein. Er ist Wolf die Kant. Wolf die Kant. Du bist jetzt erstmal 6 Monate lang Wolf die Kant und dann gucken wir mal. Vielleicht kriegst du noch ein 3-jähriges Wolfontariat. Wolfontariat. Ach, herrlich. Das wird mir beim Bachelor gemacht, aber anstatt einer Rose kriegen die so einen abgetrennten Kinderarm. Bitteschön, du hast ihn dir verdient. Weiß man vielleicht, wie Golden hieß, nachdem er seinen Titel erhielt? Ist das so wichtig? Könnte sein. Nun, man könnte sich eine Kopie der Ernennungsurkunde besorgen. Vorausgesetzt, sie ging nicht verloren oder wurde in einem der Kriege zerstört. Godens neuer Name würde draufstehen. Allerdings bräuchte man eine Erlaubnis der Regierung, um Zugang zu bekommen. Und das könnte sehr schwierig werden. Haben Sie schon mal gefragt? Nein. Toll. Bin ich nicht drauf gekommen. Also wir könnten Goldens neuen Namen erfahren, wenn wir bei der Regierung fragen. Aber sie spricht ja leider kein Deutsch. Ja, Pech gehabt. Was wissen Sie von Ludwigs Jagdunfall? Vor einigen Jahren begegnete ich einem großartigen alten Mann, ein richtiger Hinterwäldler. Nachdem ich ihn geküsst habe? Sein Großvater war Richard Horn, Ludwigs eigener Reitbursche. Oh, er erzählte ein paar Geschichten über Ludwig. Ah. Manchmal habe ich Glück. Er erzählte, dass Ludwig nach dem Unfall schwer erkrankte. Er hatte Fieber und benahm sich verrückt. Sie fürchteten, der Wolf hätte eine Seuche gehabt oder der Biss hätte eine Blutvergiftung hervorgerufen. Ein Wolf hat ihn gebissen? Ja, das ist nicht ungewöhnlich. Es gab damals viele Wölfe in den Alpen. Gerne mal gebissen. Die Diener waren ernstlich in Sorge, aber Ludwig erholte sich. Zumindest physisch. Hornings Großvater meinte, das Fieber hätte Ludwigs Geist gebrochen und er wäre danach schlimmer als je zuvor gewesen. Ist auch so ein kleiner Wolfsklave geworden, ne? Jetzt mal wirklich, ja. Ich meine, es ist doch relativ deutlich, dass es versucht wird, in die Richtung zu drücken, dass Ludwig irgendwie auch ein Werwolf war. Er wurde angewolft. Angewolft, genau. Ja. Bisschen angewolft, aber als er dann nicht mehr nützlich war, wurde er entwolft. Vielleicht war es ja tatsächlich so. Eigentlich wollte er in seiner Wolfsform trinken gehen hier am Wasser. Ein bisschen zu viel getrunken. Ja, es ist aber wirklich interessant, weil es könnte ja theoretisch sein, ich glaube nicht, dass es ist, aber dass am Ende der schwarze Wolfkönig Ludwig ist. Also das wirklich nach all dem Kram. Das wäre ja krass. Und dass sie ihn deswegen beschützen, die Bayern hier, diese Jagdvereinigung und so. Ey, und alles. Das wäre krass. Kultur. Alle Leute, zu denen man hingegangen ist, außer Grace und außer Gabriel, haben dann so, reißen den Kopf weg und sind so Wölfe drunter. Alle sind cool. Ja, alle sind höher. Ich glaube nicht, dass das mit den Werwölfen so funktioniert. Selbst die Wölfe reißen sich die Maske runter, sind Wölfe drauf. Ohne zu Wölfe tragen eine. Du bist... Hey. Was meinen Sie damit, Ludwig sei nach dem Unfall schlimmer gewesen? Ludwig war immer ein verschlossener Mensch gewesen. Doch nach dem Unfall wurde er düsterer, verrückter. Smarter, aggressiver. Zum Schluss zwang er seine Diener, das Zimmer nur in gebückter Haltung zu betreten, damit sie sein Gesicht nicht sehen. Hornings Großvater erzählte, sein Jähzorn sei schlimm gewesen. Beim geringsten Versehen brauste er auf. Sie müssten ihn gefürchtet haben. Ja, in der Tat. Hornings Großvater hatte Mitleid mit Ludwig. Und Ludwig hasste seine eigene Gewalttätigkeit. Er gab den Dienern stets Geschenke als Entschuldigung. Nun, das ist im Augenblick alles. Danke für Ihre Hilfe. Es war ein Vergnügen. Ich habe drunter nichts an. Wenn Sie Lust auf ein Gespräch haben, ich treffe Sie dann hier. Mach ich, danke. Servus. Tschüss. Also der vermeintlich schwule Märchenkönig wollte irgendwann, dass seine Diener nur noch gebückt reinkommen. Weil? Und hat ihnen danach Geschenke gegeben. Ich fasse nur zusammen, was hier gerade gesagt das wurde. Das Detail, was uns fehlt, ist, dass sie nur rückwärts laufen in den Raum rein. Ja. Ja. Oh. So, wie soll denn verhindern, wenn du gebückt in den Raum reingehst, also auch, dass deine Augen nach unten gerichtet sind? Ne? Ja, vor allem, willst du da was transportieren oder so? Oder sowas. Jemandem Essen geben auf die Art? Das Einzige, was du machen kannst, ist die Bettpfanne dann von Ludwig irgendwie mal wieder ausleeren. Ja, du siehst zumindest immer, wenn auf dem Boden irgendwas geregelt werden muss. Wahnsinn. Wir haben zumindest viele Infos erfahren. Also ja. Der Dallmayr macht nicht nur so super Pralinen. Ich bin ein bisschen überrascht, dass man doch sehr viel Historisches lernt, was ja gar nicht so... Verdammtes Spiel, du hast mir was beigebracht. Ja, ich hasse dich. Lass uns nochmal eine nehmen hier.
Oh Gott, schwierig. Hast du einen Wunsch? Nee, mach du erstmal und dann schau was aus. Das Bier ist sehr blaserig. Ich probiere mal den Champagner-Trüffel. Der Champagner-Trüffel. Oh. Und? Ist er gut? Ist er trüffelig? Ich muss sagen, ich bin überhaupt kein Fan von Pralines. Mhm. Aber verdammt schmecken die gut. Ich nehme mal das Schicht-Nougat. Das ist echt gut. Gerne mal Werbung für Dallmayr Pralinen. Im Ernst. Ein solches Meisterwerk entfaltet seine Qualitäten besonders verschwenderisch, wenn sie es möglichst frisch genießen. Hallo Gerda, ich bin wieder da. Gut. Jetzt mögen sie sich. Jetzt ist alles okay. Gerda, sag doch mal. Mädchen unter sich. Wollen wir uns irgendwelche Zöpfe irgendwie mal drehen oder so? Das wäre toll, wenn das eine Option wäre. Das wäre geil, ne? Einfach ein bisschen rumhängen. Benutze Quality Hand, Time. Benutze Hand mit Haar. Benutze Hand mit... Ich hab's schon weitergeführt. Hey, diese Hosen. Ja? Meine Haare sind schief. Oh, eine Sondererlaubnis. Ich hätte gerne eine Sondererlaubnis. Was war es nochmal? Ach, für die Regierung, glaube ich, damit wir den Namen vom Wolf erfahren. Gerda, haben Sie eine Ahnung, wo ich eine Forschungserlaubnis herbekommen kann? Ich habe keine Zeit für Bürokratie. Ich habe keine Zeit. Fragen Sie doch Herrn Übergrau. Er könnte sowas recht schnell organisieren. Übergrau wieder. Meinen Sie? Ich wollte Gabriel heute sowieso schreiben. Ach so. Ja, jetzt verstehe ich. Ja, alles gut. Ich dachte gerade, jetzt endlich kommen wir nach München. Ja, aber dachte ich auch. Oder zumindest, so. Zumindest, dass sich diese beiden Universen kreuzen. Mhm. Ja, also das Gabriel-Verse und das, das Nakimura-Verse. Ja, weil das sind ja normalerweise zwei unterschiedliche Universen. Ist auch eine interessante Designentscheidung, dass sie es, ich nehme an, dass es auf eine Konfrontation irgendwann zuläuft. Aber es ist irgendwann schon aber, dass sie es komplett so getrennt halten die ganze Zeit, über das Jahr wirklich. Wäre doch durchaus eigentlich ganz gut, eine Story auch zu schreiben, wo beide irgendwie zusammen ab und Grace zu sind. Nucky. Dann macht man die eine, hat eine Aufgabe, dann mal die andere. Das ist dann typisch LucasArts eben, ne? Wo du sagen kannst, hey, klick drauf und schon hast du den anderen Charakter, wie er rumläuft. Ich kann mich auch nicht an viele Spiele erinnern, wo man mehrere Charaktere spielt. Mhm. Klar, Maniac Mansion und so und den bekannten Spielen und Day of the Tentacle. Fällt mir eigentlich nur noch... mir fallen gerade ein, zwei Sachen ein, aber ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Ja, aber es gibt wenige Spiele. Mit vor allem so ein... Larry 3 Larry, hatte das. So ein FMV-Aufwand, der doch zusätzlich gemacht werden muss. Das sind ja nicht nur zwei Pixel, die du mal kurz in eine andere Location packst. Ja, so ist es leider. Sondern es muss... kann ich ihn jetzt schon schreiben? Ich sollte Gabriel einen Brief schreiben und eine Notiz für Übergrau wegen der Forschungserlaubnis beilegen. Okay. Okay. Gregor, wir sind Kinder der 90er, ne? Lässt sich nicht... Es lässt sich nicht rausnehmen. Ja, du kannst bei... Schreibmaschine sind zwei Zitate, die du machen kannst. Einmal Jerry Lewis und einmal Angela Lansbury. Ja, das sind wirklich sind die einzigen zweimal, wo eine Schreibmaschine eine relevante Rolle in irgendeiner Aufzeichnung gespielt hat. Und alternativ noch, wie hieß der Produzent von diesen ganzen 80er-Serien Street Talk? Und ich glaube nicht, dass das so ein Stück... Na gut. Street Talk und Stephen J. Kendall oder so. Das war der Produzent, der hat auch immer... Und dann reißt er so ein Blatt raus und dann wird eine Animation draus, das Logo. Ja? Street Talk oder was? Street, oder jedenfalls oder so in der Art, wie solche diese Serien. Ich glaube, es war der Produzent und der hatte dann immer dieses typische, so eine Drehung, wie er tippt. Ich habe eine Idee. Und dann reißt das Blatt raus, dann wird das Logo draus. Ja. Was steht da? Ole Zuber. Was? Hier sind einfach nur irgendwelche Buchstaben. Aber ich habe jetzt den Brief an Gabriel geschrieben, den bringe ich gleich zur Post vorbei. Mach das. Anrufen sollten wir noch, ne? Haben wir irgendwas zum Aufmachen? Wie ein drittes Bier? Zum Beispiel. Zum Beispiel... Wir haben gar kein drittes Bier, oder? Wir haben kein drittes Bier hier. Ne, müsste ich von oben gleich nochmal holen. Das müssen wir... Nein, ich muss ja heute noch arbeiten, ja. Ach, ist okay. Hier ist noch Hopfen und Malz drin. Alles gut. Alles gut. Kriegst du es auf? Nee, es ist... Hier ist so eine Kerbe, siehst du das? Ah, ist das die Bierkerbe? Ich weiß es nicht. Ich hoffe ein bisschen, das ist die Bier... Nee, es ist nicht die Bierkerbe. Das passt überhaupt nicht. Nichts kann man mit diesem... Verdammter Biergeruch. Okay, was ist mit dem Schuh? Was mit dem Schuh? Dein Bier auf? 555 Schuh.
Scheiße. Och, Kacke. Ja, dann trinke ich halt Nein, nicht. Du nimmst jetzt diese alte Xbox und machst damit das Bier auf. Haben wir? Oh, ist die auch, ja. Ja, nimm diese alte Xbox, ist die auch mal ganz gut. Warum nicht? Sie funktioniert. Das ist der einzige Verwendungszweck so für eine Xbox 360. Ey, die war wirklich schon alt und kaputt. Ja. Nicht heulen, die war wirklich schon alt und kaputt. Wir haben Respekt vor alten Hardware-Konsolen. So. Also Notiz mit Dahlmeiers Name, mit dem haben wir gerade gesprochen. Und hier, Chap Hills Ludwig-Biografie. Das ist der Chap Hill, den wir nochmal fragen sollten, dass wir eine Übersetzung bekommen. War da eine Telefon- Ich vertraue dir blind, Gregor. Das war das, wo wir reingeguckt haben, wo eine Telefonnummer drin war. Ne? Weißt du noch hier? Ja, 069. Ist das ein Sternzeichen oder was ist das? Oder so ein Basketball, der noch nicht ausgemalt ja, ist. Ja, doch, ich glaube, das Basketballfeld. Das berühmte Kapitel in Ludwigs Geschichte, wo er das Basketballturnier gewonnen hat. Der Erfinder von Basketball, ja. Ja. Er wurde nie raus? Mit der Wirklichkeit konfrontiert und sie konnte ihm, weiter konnte ich nicht lesen, weil du so schnell weg warst. Ja. Ist aber auch nicht schlimm. Komme ich denn hier raus? Ich sag dir, er sieht aus wie Christoph Waltz. Ja, er hat. Haben wir ja schon alles. Haben wir wirklich? Oder haben wir es nur durchgeklickt? Wenn er auch gelegentlich fleischlich versagte, ja, das so daran opferte er doch niemals seine Seele. Daran kann ich mich noch erinnern. Und sein Gewissen der Sünde. Das fleischliche Versagen. So, mit dem Telefon? Ja, oder? Beim letzten Mal hat sich nämlich geweigert, mit ihm zu telefonieren. Wie glaubst du, sieht er aus, der Chapel? Na, schwierig. Der wohnt ja in, was, 069 ist Frankfurt? Frankfurt, oder? Ja. Ich behaupte mal, wie jeder Frankfurter hat einen Bankeranzug an. Hallo, München? Hallo, ich habe hier ein Buch von Ihnen über Ludwig II. Der Name des Autors ist Sir Richmond Chapel. Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Nun, ich mache einige Recherchen über Ludwig und ich hoffe, Sie können mich mit dem Autor in Kontakt bringen. Tut mir leid, Sir Richmond Chapel ist verstorben. Oh. Wann kommt er wieder? Er hat jedoch einen Sohn. Oh. Würden Sie mir sagen, wie ich ihn erreichen könnte? Für wen machen Sie diese Recherchen? Nun, ich arbeite für Professor Barclay von der Yale-Universität. Der erfährt, dass sie lügt. Aha. Na, also gut denn. Thomas Chapels Nummer in gehört. England ist 41205557711. Herzlichen Dank, sehr nett von Ihnen. Keine Ursache. Auf Wiederhören. Wiederhören. Du, dein Vater ist tot, aber ich rufe jetzt dich mal an, mein Sohnemann, okay. Ah, komisch, sie hat gesagt, ja, hallo hier in München. Also ist eine Frankfurter Nummer, aber München ist dabei rausgekommen. Das ist wirklich seltsam. Ist das die Notiz mit Chapels Namen und Telefonnummer? Komm mal raufgucken. Thomas Chapel. 41205557711. Sir Richmond Chapels Sohn. Ah, sie liest die Nummer nicht vor. Na gut, benutzen wir es. Dann hat er wahrscheinlich jetzt den Bankeranzug seines Vaters an. Ein bisschen alt, passt nicht so ganz um die Hüfte. Ein Erbstück. Wir werden es eher an der Stimme hören, was er trägt. Vielleicht sieht er aus wie der Über... Da siehst du, na, wobei, was ist? So, Moment. Ist das Cord? Chapel, Sie wünschen... Lack? Ja. Hallo, mein Name ist Grace Nakimura. Ich rufe aus Rittersberg in Deutschland an. Ist Thomas Chapel zu Hause? Am Apparat? Was kann ich für Sie tun, Miss Nakimura? Ich habe ihn gegessen mit Chianti. Es mag verrückt klingen, aber ich habe eine Ausgabe der Ludwig-Biografie Ihres Vaters. Ihr Vater hatte wohl Zugang zu Ludwigs Tagebuch. Die haben nur einen roten Rollkragenpulli für die Produktion gehabt, oder? Du denkst dasselbe, gut. Es ist vor allem kein voller Pulli, sondern er hört auf unter der Kordjacke. Oder hatte er Notizen gemacht? Er hat das Werk ins Englische übersetzt. So, du ziehst ihn jetzt an, aber da sind noch krause Haare dran. Ludwigs Handschrift war sehr fahrig, wissen Sie? Er hat eine englische Übersetzung geschrieben? Haben Sie die noch? Nun, meinem Vater wurde Einblick in das Tagebuch nur gestattet unter der Bedingung, dass er das ganze Werk nie veröffentlichen würde. Ich kann Sie es nicht einsehen lassen. Haben Sie es schon im Staatsarchiv versucht? Nein, ich habe nicht die Verbindungen, die Ihr Vater hatte, auch nicht die Zeit. Das tut mir leid, aber ich kann es leider nicht aus der Hand geben. Ich verstehe. Es war ja nur ein Versuch. Also gut. Viel Glück noch. Danke, Mr. Chapel. Und jetzt wieder zurück. Serienkiller 101. Ist ein bisschen so ein Look hat er gehabt. Also er will uns nicht die Übersetzung geben, because of reasons. Ja, er muss das wohl garantieren, ne, sein Vater, dass er das nicht weitergibt. Aber kann er uns nicht erzählen, was da drin steht? Oder, ja, ich gut, weiß nicht, weil es geht ja um diese prekären Details, die drin sind. Und deswegen konnte es noch niemand
angucken. Ich habe den Brief, den ich weitergeben kann. Also den Brief, den ich an Gabriel geschrieben habe, den gebe ich jetzt bei der Post mal ab. Das ist das Einzige, was mir jetzt im Moment anfällt. Und dann wäre es wahrscheinlich wieder mal gucken, mit wem man reden kann, wenn nicht. Ach, dieses Spiel. Es ist wesentlich rätseliger, als ich eigentlich dachte. Es fällt einem dann nicht so auf, wenn man den Text nicht nur lesen muss, sondern auch gesprochen wird die ganze Zeit. Ja, doch, aber... Ich habe ihr im Moment nichts zu sagen. Ich finde, es ist ein sehr schönes Adventure. Also, es ist trashig, ja, es hat auf jeden Fall Spiele mit Bart-Charme und passt perfekt, aber es ist auch noch ein gutes Spiel. Das bin ich gar nicht gewohnt nach Phantasmagoria 1 und 2. Das schreiben ja auch öfters dann Leute, oh, wieso zieht das Spiel so durch den Kakao? Ist es doch, ich habe es damals sehr gemocht und so weiter. Ist ja, schließt sich ja nicht aus. Schließt sich nicht aus. Also wir haben ja auch, an Shenmue haben wir jetzt besonders am zweiten Teil kein gutes Haar gelassen, aber trotzdem mögen wir das Spiel so gut. Genau, und wir freuen uns auch auf den dritten, wir haben es gespielt, den zweiten, wie blöde, also ist alles okay. Wir meinen es ja nicht, manche Sachen altern qualitativ nicht so gut, aber ich bin interessiert daran. Ich habe tatsächlich auch mehr über diesen ganzen Ludwig-Hintergrund erfahren. Jetzt hier, und ich möchte auch gerne wissen, wo die Story hingeht und was genau passiert. Und wie ich bin tatsächlich auch jetzt ein bisschen emotional involviert. Doch, stimme ich dir zu. Da war die Post, ne? Mit meiner neuen Freundin. Na? Da ist sie. Da kommt sie. Bing, bing. Grüß Gott, Frau Nakimura. Haben Sie alle wieder das Gleiche an? Grüß Gott. Haben Sie etwas für mich? Nein, leider nicht. Brauchen Sie sonst noch was? Das finde ich ist ein bisschen, warum passiert das nicht automatisch, dass ich jetzt hier ins Menü rein muss und von Grace an Gabriel, so, und das machen muss. Kann ich diesen Brief abschicken? Sie hat doch gerade gefragt, ob du was für sie hast. Ja, 3 Mark bitte. 3 Mark bitte? 3 Mark, wo geht das denn hin? Das geht von... Geht ja, es nicht zu Gabriel? Es geht 15 Kilometer nach München. Wollte ich gerade sagen, kannst du für 3 Mark kannst du einen bezahlen, der mit dem Taxi dahin fährt. Ja. In der damaligen und, Zeit. Und der es ihm vorliest. 350 Punkte schon, sag mal. Ja, krass. Nicht schlecht, mehr als die Hälfte. Ja. Dankeschön. Bitteschön. Brauchen Sie sonst noch was? Bitteschön. Was ist eigentlich unter diesem Kopftuch bei Ihnen versteckt? Jetzt will ich es auch. Jetzt, wo sie es verdeckt, will ich sehen. Was ist das? Zeig mal, was da ist. Ich kann zwar gut Deutsch, aber ich habe meine Grenzen. Ja, mit solchen Leuten spreche ich nicht. Danke. Bitte. Die größte Romanze aller Zeiten. Da geht doch einiges zwischen den beiden. Die Posttante und... Aber ehrlich, wenn wir schon hier sind, ich guck mal, ob der Bürgermeister wieder da ist. Hallo? Yes, sie sind! Die haben wohl geschlossen. Ja, es hat mich auch voll gewundert, dass es aber der fucking Bürgermeister einfach an der Tür da rauskommt und sagt, hallo? 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 Was? Nein! Ich bin auf der Toilette! Ja, nein, ich bin fertig! Was? Ja, die Verbindung ist schlecht! Ja, ciao! Na gut, so ist das. So ist es nun mal. Im Dorf. Ach, da sind die weg. Ich habe darüber im Moment nichts zu sagen. Oh. Nichts zu sagen. Ich guck mal. Oder sollte ich wieder hochgehen? Ich guck mal, wenn ich hier bin. Ach, das ist so. Wenn wir die Klicks schon machen können, dann machen wir sie. So, ach, guck mal. Die sehen anders Moment, aus. Moment, ne? Das sieht aus, als könnte man es nehmen. Die sehen anders aus. Kann ich mir jetzt eine greifen? Hoffentlich sieht mich keiner. Na, geh ich mal schnell hier hin. Und geklaut. Doch nicht, sie guckt nur. Gibt's denn das? Die Lilien blühen schon? Sehr schön. Ja, aber es ist doch noch so kalt. Es ist so kalt. Sag mal, sprich doch mit der Grace und nicht mit den Lilien. Jetzt zupft er da gleich eine raus, oder was? Oh. Ah, und die schenkst du jetzt. Für Moment. Sie ein Geschenk der Madonna. Von Madonna? Oh nein. Nehmen Sie sie ruhig. Like a prayer. Heute Nacht friert es. Und sie wird sowieso erfrieren. Moment, sie gibt uns also die Lilie jetzt, weil sie erfriert. Danke. Weil Madonna das wollte. Weil sie sonst erfriert, ja. Ja, aber gerade an was erinnert. In der schönen E-Mail stand nämlich auch was über Lilien drin. Echt? Ja, da hieß es Lilie. Und was war da noch? Ich muss sie mit irgendwas benutzen. Aber das war eben dann nur ein Satz, ohne konkret, worum es geht.
die Lilie mit dem Wasser oder so. Mhm, okay. Weiß nicht. Hat dieser Priester nicht vorher, der konnte doch kein Englisch. Wieso spricht er jetzt mit uns? Das war doch jetzt der ganze... Ja, aber jetzt muss er ja sprechen. Jetzt muss er ja ich sprechen, möchte ja. Sie nicht stören. Okay, Wasser. Es müsste doch eigentlich, also wenn wir jetzt hier sind, gibt es doch sicher so ein Weihwasser. So ein Tropen, Weihwasserfontäne. Oh, vielleicht musst du die auch einfach irgendwo drauflegen hier. Ah, wie zu den anderen Blumen hier? Sie sehen besser aus. Probieren wir es mal. Dann wird ein Bouquet draus. Nee. Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Ding Dong, die Hexe ist... Okay. Na? Ah, okay. Ich frage mich, was es wohl für ein Gefühl ist dort unten. Nass? Ja, echt, ey. Wasser halt. Wasser, okay. Kein großes Geheimnis. Okay, dann hoffen wir aufs Beste. Ja! Alter, nee, ey. Wie hätte ich denn darauf kommen sollen? Du bist ja drauf gekommen. Ja, ja, aber nur, weil es geschrieben wurde. Ich versuche herauszufinden, was sie von mir erwarten. Ich brauche noch mehr Informationen. Sprich dir mit der Lilie? Ich wäre sehr dankbar, wenn Sie mir helfen könnten. Geht's um die Geister? Sie hat ja doch so ein, so Psi-Fähigkeiten ein bisschen, ne? Dass sie Gegenstände anfasst und dann kann sie irgendwie diese Geisterbilder sehen. Okay? Okay. Christoph Waltz meldet sich. Ich habe mit viel gerechnet, aber nicht damit. Er sagt, bitte lass mich Bond ablehnen. Er hat nicht mal was gesagt. Nicht mal was gesagt. Aber okay, hier, was? Ich bin's, hi. Bin immer noch hier, tschüss. Okay, ich verstehe das jetzt nicht. Sie hat diese Lilie da reingeworfen. Da liegt sie noch. Hoffentlich drehe ich nicht durch. Hoffentlich drehe ich nicht durch. Ja, kann ich ja, hier sie tote Menschen kann ich sieht. Da hinten gucken? Ludwig, König von Bayern. Dort drüben fanden sie Ludwigs Leiche. Genau an diesem Kreuz. Direkt über dem U-Boot. Okay, was das jetzt gebraucht haben soll, weiß ich nicht. Aber ich denke, es war wichtig. Ich meine, die haben extra eine Videosequenz gedreht, die sind nah ins Wasser gegangen. Ja. Extra. Es gab irgendwo mal eine Dispo, wo drauf stand, ganz wichtig, wir müssen an den See. Und dort müssen wir so aufnehmen, dass wir ein schlechtes Gesicht drauf projizieren können. Klingt also, wie Game on Dres. Der tote Ludwig hat ja etwas durch sein Geisterbild sagen wollen. Na, aber er hat es nicht hingekriegt. Also, er hat nicht wirklich was gesagt. Ey, und das war das Letzte, was... Oh, nee, jetzt hat es sagen. Los? Nein, weil ich mit der Maus drüber gegangen bin. Ja, okay, aber dann lass uns doch hier. Ah, okay, das war's, was wir machen mussten. Das war's, was wir machen mussten. So nicht schlecht. 1 von 3. Alles klar. Aber was machen wir in Rittersberg? Jetzt haben wir nicht mal mehr die Lilie. Ja, Runde wieder machen. Ich fange hier oben an. Hallo, da war ein Anruf für Sie. Es war Frau Gelder vom Postamt. Sie sagte, es sei ein Fax für Sie gekommen. Woher hat sie meine Nummer? Wirklich? Von wem ist es? Vielleicht von Gabriel. Verschreien Sie es nicht. Ey, die 90er, wo Faxe noch bei der Post für dich ankommen. Ein Fax? Was ist dieses Fax? Oh, ich hätte noch warten sollen. Jetzt muss ich noch mal zu da unten hin mir das Fax. Ja, ich glaube, du musst es aber triggern, damit du dann zurück kannst. Okay. Ich denke, du bist auf dem richtigen Weg. Jetzt ist vielleicht sogar der Klick, also das Blinken schon weg. Meinst du? Ach ja, es kann sein. Also ich gehe jetzt runter, ich hole mir dieses Fax. Was könnte das denn für ein Fax sein? Oder meinst du, der Brief von Gabriel ist schon angekommen? Also der Brief, den wir Gabriel geschickt haben, dass schon die Antwort da ist. Obwohl, nee, eigentlich müssen wir den ja erst im nächsten Kapitel lesen können mit Gabe. Vielleicht ist es von dem Typen, den wir angerufen haben, wegen diesem... Ludwig, Buch auf Englisch. Sag mal, Gabriel, vielleicht schickt er uns eine Seite, kopiert oder so? Vielleicht, ja. Wenn er ein cooler Typ ist. Gabriel Knight, Gabe Newell, bestehen da nicht irgendwelche Zusammenhänge oder so? Ist da Half-Life 3 vielleicht in der Quelle? Grüß Gott, Frau Nakimura. Auf jeden Fall. Grüß Gott, haben Sie etwas für mich? Nein, leider was? Nicht. Brauchen Sie sonst noch was? Hä? What? Aber die haben doch gesagt, dass da was wäre. Aber... Ich kann zwar gut Deutsch, aber ich habe meine Grenzen. Aber was ist jetzt mit dem Fax? Ich habe jetzt einen Fax da drin. Das haben die uns gegeben? Ich verstehe es nicht. Was ist los?
Wann haben wir das? Ja. Es ist ein Fax da drin, warum? Ah, ja, ich hab doch nichts für Sie. Habe ich aber richtig. Ja, aber, Telefax. Habe ich richtig gesehen. Okay, Thomas Chappell, Miss Nakimura, ich habe meine Meinung geändert. Behandeln Sie die Unterlagen jedoch mit äußerster Vertraulichkeit. Viel Glück bei Ihrem Vorhaben. Wir haben das, die Übersetzung des Tagebuchs. Na, endlich. Bekommen. Jetzt lesen wir mal ein bisschen. Okay, oder sehr lang. Jeder von uns macht eine Seite. 11. Juni 1872. Louis hat mich überzeugt, die Angelegenheit gründlicher zu überdenken, bevor ich handle. Ein Ausflug soll es sein, nach Schachen. Ich fühle weder dies noch sein Drängen, werden meine Absichten ändern. Der Vertrag bedeutet den Untergang meines geliebten Bayerns und muss doch geschehen. Oh nein, der Vertrag in Schachen. 3. Juli 1872. Der Schmerz wird so unerträglich, dass ich kaum mehr die Feder zum Schreiben halten kann. Doch der Schrecken ist weit schlimmer als die Pein. Er behauptet, es sei ein Unfall gewesen und dass wir nun wirklich eins werden können. Es sei ein großes Abenteuer. Ich glaube ihm in einem Augenblick und im nächsten fühle ich die Flammen der Hölle nach mir züngeln. Gott sei meiner Seele gnädig. Boah. Okay, da ist er wohl schon vom Wolf gebissen worden. Oder er hatte Schlimmeres mit dem Wolf. Okay. 5. Januar 1874. Bei der Macht Mariens, Mutter Gottes, gelobe ich der äußersten Sünde zu entsagen und im Fleische standhaft zu bleiben. Beschworen bei der Macht der Lilie. L und R. L und R. Ludwig und... Ja, und R. Richard Wagner, oder? Oder? Nicht dumm, oder? Nicht dumm. Ludwig und Richard. Ja. 30. August 1879. Ich werde nicht wanken. Ich wollte schon sagen, ich werde nicht wanken. Naja, aber das kommt schon in dieselbe Richtung. Ich werde nicht wanken, sondern aufrichtig bleiben. Ich werde nicht aufgeben, gleich wie groß die Pein oder das Verlangen. Möge Gott mir Kraft und Willen geben, so werde ich diesen Vorgang kontrollieren. Kraft der Größe und der Macht der Monarchie und ihrer Helfer, Départ le Roi. Kraft der Größe. Ich werde nicht wanken, ey. Es ist alles beendet. Elisabeth warnte mich und endlich habe ich die Wahrheit erkannt. Oh, giftigste Schlange an meinem eigenen Busen. Oh, unwürdigste Kreatur, die je atmete. Mein Judas, mein Teufel, könnte ich mein Herz herausreißen und ihn in den Schmutz hinterherwerfen. Wahrlich, ich würde es tun. Aha. Mhm. 12. Dezember 1880. Er kommt weiterhin, der Teufel. Ich werde niemals mehr in seine scheußliche Fratze schauen. Er hat Angst, ich könnte sprechen. Und in der Tat, ich könnte. Um ihn zu zerstören, könnte ich. Nun, da die Dinge offen liegen, frage ich mich, wenn ich an den Unfall denke, ob es wirklich ein Unfall war oder gar ein Plan, mich zu töten. Sollte dies der Fall sein, warum hat er dann sein Werk nicht vollbracht, anstatt mich dieser Pein auszuliefern? Könnte er mich so gehasst haben? Bei Gott, ich wünschte, er hätte dort ein Ende gemacht. Mann, der Mann leidet aber. Er leidet wirklich. Schrecken, Verzückung. Heute Nacht fühlte ich während Ws Musik. Wagners Musik einziehen. W, wie ich ihn nenne. Während W's Musik einziehen. Der Schrecken überkam mich fast auf der Stelle. Ich änderte sodann die Musik und es war vorbei. Was kann das bedeuten? Ich muss mich dem großen Freund anvertrauen. Vielleicht weiß er, was geschehen ist. Okay. Also Wagners Musik macht immer... Macht ein bisschen horny. Zippen in der Hose. Zippen. 2. August 1882. Die Experimente verlaufen immer besser. W hat sich als loyal und entschlossen erwiesen, gerade wie ich stets von ihm hinsichtlich meiner Erlösung geglaubt habe. Er meinte, er hätte nun die Formel und es bedürfe nur noch der letzten Schliffe an der vollendeten Oper und der Zeichnung des Diagramms für die Kristalle. Kann es wirklich ein Ende finden? Ich wage es kaum zu hoffen, Kristalle. Ich glaube, es geht um eine Beschwörung. Er wurde irgendwie zum Wolf und Wagner hat ihm mit irgendeiner Arie geholfen, also zu entschwören. Er hat die Wolfsmelodie rückwärts komponiert, damit er wieder... Irgend sowas. Ich meine, ich glaube, es läuft Kristall darauf hinaus. Rein. Ja, irgendwie so. Weil es geht wohl um eine Beschwörung, oder? Also kann ja eigentlich nur eine... Gut, der große Freund ist tot. Was ist? Ist das sein großer Freund? Wie ungerecht, dass er gerade jetzt von mir genommen wurde. Wo ist meine Gelegenheit zur Erlösung? Warum hat Gott mich zweifach verdammt? Oh, da ist Wagner gestorben. Ich glaube, Wagner ist gestorben, ja. 10. Oktober 1885. Wir brauchen endlich Mittel für die Kristalle. Sie lügen, alle lügen. Meine eigenen Diener, was soll ich tun? Muss ich eines meiner geliebten Schlösser verkaufen? Die Kristalle müssen angefertigt werden. Ich bin täglich weniger vermögend, meinen eigenen Willen unter Kontrolle zu halten. Wie lange werde ich noch der äußersten Sünde widerstehen können? Und die Musik ist ohne die Hilfsmittel wertlos. Die Zeit rennt davon, die Kristalle müssen gefertigt werden. Mein Gott, das klingt ja wirklich wie eine Beschwörung.
Also haben wir durch "Ich habe nichts für Sie" das Tagebuch bekommen. Was genau das bedeutet, das werden wir in der nächsten Folge rausfinden müssen. Nein, ist schon wieder eine Stunde rum. Es ist schon wieder eine Stunde rum. Wir haben aber auch gut, viel gemacht, rumgelaufen, wir haben gut, geredet. Guck mal, die Punkte alleine. Die 369. Von 333, 333, ich, also 33, für eine Folge 30 Punkte. Finde ich, ist gar nicht mal so schlecht. Die haben sie uns diesmal aber auch hinterhergeworfen. Oh, du hast die Straße betreten. Hier sind 5 Punkte. Ich bin froh, dass wir dieses Lilien-Ding noch irgendwie dann mit untergebracht haben. Oder zumindest, dass wir daran nicht lange festhangen. Weil das wäre was gewesen, wo wir erstmal stundenlang rumgelaufen wären. Mhm. Und geklickt haben. Nein, du hast das super gemacht. Du hast genau erkannt, wo man hin muss. Ich muss dem Alex oder dem Axel nochmal schreiben. Erstmal, Entschuldigung, dass ich deinen Namen vergessen habe. Und B, hast du noch mehr solche nützlichen Tipps? Bitte mehr davon. Bitte mehr davon. Ansonsten aber, ja, schaut nächstes Mal wieder vorbei. Wir werden uns jetzt die Pralinchen nochmal alle reinpfeifen. Und ja, bis zum nächsten Mal.